Genau, ich fange mich einfach an mit den Herzlosen zu prügeln. Viel besser, die kann man immer bestätigen. 191 Punkte. Au, au, au. Das ist doch weh. Danke, Donald. Genau, Laszlo. Du kannst passieren, wie oft Donald dich geheilt hat. Das kannst du noch machen. Zähl mal ruhig meine Fails weiter, habe ich kein Problem mit. Auch wenn sich das manchmal so anhört. Ja, Mann. Ja, genau. Schieß den Herzlosen ab. Das finde ich gut. Das ist auch geil. Jo, sehr geil. Gibt sogar noch ein Eizellen. Tür nicht splitter. Okay. Dann. Aber ich habe ihn noch getroffen. Auch geil. Ja, ich kann auch nett sein, Jack. Ich nehme schon wieder eine halbe Stunde auf. Leck mich am Arsch. Ein Medaillon. Schnappt es euch. Nochmal, diese Niemanden nennt man Spieler. Dementsprechend ist auch Luxord eingestellt. So viel kann ich euch verraten. Passt ja eigentlich in diese Welt, ne? Sehr gut. Super, aber er hebt das Medaillon wieder auf. Klasse. Dann ebenso. Fehlen noch drei. Woher weißt du das? Ein Pirat muss die Augen offen halten, sonst erleidet er rasch Schiffbruch. Klar soweit? Ha! Was ist das? Ahoi, Freunde! Diese Frau hält sich wohl für eine Piratenbraut. Verwunschenes Medaillon, ein goldenes verwunschenes Medaillon, ein eingravierter Totenschädel ziert die Oberfläche. Karte, Schiffsfriedhof. Also haben wir die direkt mal nicht aus einer Truhe gekriegt. Sondern direkt so nachgeworfen gekriegt. Also Karten müsst ihr euch echt keine Sorgen haben, weil im Machen die kriegt ihr wirklich schnell vollständig. Jack, was ist passiert? Das ist ja grauenhaft. Ah, und wen habe ich das zu verdanken, hm? Jedenfalls nicht Elizabeth. Der Organisation 13. Die stecken hinter all dem. Wo sind sie wohl hin? Der Mann mit der Kapuze hat die Piraten und seine Kreatur mit in ein seltsames Loch genommen. Wir haben aus dem Kapitänsquartier gesehen, wie sie verschwunden sind. Sie zu bekämpfen ist euch wohl nicht in den Sinn gekommen. Ich bin kein Narr. Ich wusste, dass ich nichts gegen sie ausrichten kann. Dem ist wohl so. Sora, ich denke, wir brauchen eure Hilfe. Alles klar. Wir müssen zuerst die Medaillons finden. Ohne sie kann der Fluch nicht gebrochen werden. Und die Kreatur bleibt unverwundbar. Genauso sieht's aus. Ja, dann sprechen wir doch mal den Captain an. Wir müssen wahrscheinlich jeden einzelnen Stein umdrehen für diese Medaillons, was? Mhm. Ja. Wir bleiben erstmal auf dem Schiffsfriedhof. Denn soweit ich mich erinnern kann, waren wir hier noch nicht durch. Wo ist er? Unten. Unten, unten, unten. Da. Geh doch runter, Mensch! Vorwärts! Das war gerade ein Situationskommando. Egal, scheiß drauf. Mir der Junge ist gerade wichtiger. Sehr gut. Wo ist mir der Junge? Da. Noch zwei Medaillons. Suche nach niemanden in einen anderen Bereich. Wir sind doch schon hier. Außerdem haben wir hier noch nebenbei eine Truhe gefunden. Das ist doch auch gut. Vielleicht finden wir hier noch mehr Truhen. Siehste? Das ist noch eine Truhe. Oh, Meteorstab. Geil. Gucke ich gleich mal nach für Donald. Beziehungsweise ich mache das mal jetzt. Bevor ich es nämlich wieder vergesse.
Ihr wisst ja, ich vergesse das gerne mal. Oh ja. Auf jeden Fall. Haben wir eigentlich irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, die wir den beiden geben können? Ne? Nö. Okay. Aber wir haben Kraftbolzen und Schutzengeln, Abilitamin. Das geben wir natürlich alles ganz egoistisch. Sora, ist ja ganz klar. Hehe. Ich weiß, ich bin ein alter Egoist. Und in dem Fall ist es mehr als angebracht. So. Und dann gucken wir mal, was wir uns Schönes aneignen können. Explosion hört sich zum Beispiel interessant an. Löst einen mächtigen Kombo-Abschlussangriff aus, der mehrere Gegner von den Füßen holt. Je stärker die Magiekraft, desto größer, desto höher der Schaden. Ja, nehmen wir mit. Luftmeuchler. Löst einen mächtigen Kombo-Abschlussangriff auf einen einzelnen Gegner in der Luft aus. Auf jeden Fall. Ja, und damit sind die Ampelitamin auch schon verbraucht. Mal gucken, was hat Donald noch? Donald hat sowieso keine Aktionspunkte verfügbar. Das ist schade. Goofy auch nicht. Gut. Okay, dann haben wir alles erledigt, was ich erledigen wollte. Da ist noch eine Truhe, die nehmen wir gleich mit. Orichalkum. Ja, super. Hier haben wir schon geplündert. Wie die Bekloppten. So, Trümmerkuppel. So kann man es auch nennen. Aha! Wo ist das mit der Jungs zurück? Dann komm... Ah! Da ist der Spieler! Da ist er! Auf ihn! Die Piraten können wir uns später noch kümmern, aber die sind die... Ah! Der Spieler ist richtig... Komm schon, hau den Spieler weg! Sehr gut. Und schnell das mit der Jungen an uns bringen. Wunderbar. Jetzt können wir uns auch um die Piraten kümmern. Alter, Alter, Alter. Oh, das ist der Abschlussangriff, den finde ich total geil. Also den habe ich echt gerne dabei. Muss ich sagen. Also, den finde ich echt cool. Drei Piraten? Okay. Oh, doch. 485 Punkte. Sehr gut. Jo. Hat sehr viel gebracht, nämlich gar nichts. Aber das hat mir reingehauen. Das hat richtig reingetrieben. Werdet ihr Knochen gestreichen, Mensch? Danke, Donald! Also bisher könnt ihr... Laszlo echt profitieren, wenn er mehr die Anzahl der... Alter! Der Heilzauber auf mich zählt, als meine Fails. Komm her! Also nicht Laszlo, sondern die Piraten. Aua! Dass dieser Lichtbereich so klein ist. Mann! Hier kann man auch nicht mehr Licht verschaffen. Das finde ich so blöde. Mensch! Auf Licht hier! Also bei mir habe ich genug Licht, aber hier ist nicht richtig Licht. Okay, ist weg. Alter! Danke, Donald! Nochmal! Alter, sind ja schon hier drei Piraten. Okay, zwei sind weg. Wo kommen nur die ganzen Piraten her, sag mal. Genau, bewerf ihn mal mit Messern, das bringt nur nichts. Dafür ist er nämlich super. Das war gerade eine sehr geile Idee für mich. Mensch, bringt ihn jedes Mal wieder zurück. Was soll denn das? Verbrennt er sich den Arsch und weg. Und Heilung für alle. Gut, wir haben also zwei Spieler. Noch einer. Dieser Lichtbereich ist größer. Ja, genau so. Na komm. Komm her, Pirat. Aha, abgewehrt. Aber leider kein Technik. Ui. Captain, Sie fliegen ja. Geil. Ich habe wahrscheinlich mal nicht übersteuert, ist egal. So.
Ein Piraten müssen wir noch erledigen, dann kriegen wir ein Level ab. Laderaum der Interceptor. Ist dort ein? Nein. Aber hier können wir unsere MPs aufheilen. Haha. 40 Minuten nehmen wir schon wieder auf. Meine Güte. So. Dann speichern wir doch mal. Aber es läuft, liebe Leute. Es geht voran. Oder auch beschreiten weiter voran. So, dann werden wir jetzt gucken. Auf, auf. Eieieiei. Aus der Mar. Komm schon, erledige ihn. Angriffskraft und Defendo-Schild erhalten. Und hier nicht, bitte noch nebenbei. Super. Aha, abgewehrt. Achso, eine andere ist wieder ins Wasser gegangen, okay. Wusste ich auch nicht, dass das geht, aber jetzt weiß ich. Ui, die Reichweite ist aber riesig dieses Mal, was? Durch die Weiterentwicklung? Nicht schlecht. Ha, aufgehalten. Aha. Sehr gut. Dieses Mal haben wir auch wieder Taler gekriegt. Das finde ich gut, dass sie in den Momenten, wo das Medaillon gejagt wird, dass sie da gesagt haben, komm, dann setzen wir alles andere aus. Also Taler und Items. Und dafür ist dann die Konzentration wirklich auf die, auf das Medaillon gesetzt. Da verpisste sich der Feigling. Komm her! Ich hau dich weg! Ich kick dich weg, Junge! Und das! Oh, komm schon. Super, er hat mich mal getroffen. Aha. Geh doch mal ins Licht, Mensch! Autsch, autsch. Nein, er geht da stattdessen noch tiefer in den Schatten. Das bringt leider auch nichts, Captain. Och, Mensch. Na, endlich. So. Das hätten wir jetzt. Und jetzt bitte keinen weiteren Kampf, dann kommen wir... Oh. Vielen Dank, dass du da bitte nachgekommen bist hier. Vielen Dank. Kicken wir die eben auch noch weg, was soll's. Hui, Abwehrkraft für Sparrow, der ist Level... Level 40? Nimm das! Level 40 ist das schon. Eieiei. 12.000 Punkte. Ja, nett. Ja, sehr nett von dir. Wrack-Festung. Auch interessant. Oh, hier ist so schön viel Licht. Ja. Sehr schön. Au, au, au. Eye Potion. Ja, sehr gut. Aua. Komm, ich krieg mir auch noch weg. Geil, den haben wir beim Vorbeilaufen weggekickt. Auch schön. Eine Potion, ja, ist klar. Eine High Potion, das ist schon besser. Da ist die Truhe. Ui, und hier kommen Herzlose, okay. Okay, so. So geht's auch. So, dann müssen wir hier entlang. Ja, zur Pearl, genau. Da wollen wir hin. So, und dann werden wir mal uns zur Isla de Muerta begeben. Genau, das hat er ja schon gesagt. Ab zur Isla de Muerta. Ich vermute, dass sich dort weitere Spieler aufhalten. Also, von den Niemanden her meine ich. Und das Schiff wird natürlich angegriffen. Denn es gibt hier einfach keine friedlichen Überfahrer. Warum auch? Maximum AP für Goofy. Auch der ist inzwischen Level 40. Wir hätten so schnell erwachsen. Das ist nur ein Item, Luna-Splitter. Sehr schön. Da unten treiben sie noch Hunde rum. Unglaublich. Aua. Aua. Wir haben gerade einen Luna-Splitter noch dazu bekommen.
Da ist mir doch Piraten. Autsch, autsch. Schön an der Grenze entlang. Das ist auch super. Einmal weggekickt. Danke, Donald. Komm schon! Erschwinder! Aua! So, das war der Kollege. Jetzt ist der andere dran. Wunderbar. Ich bin begeistert. Sehr schön. Auch die Überfahrt haben wir geschafft. So, und dann speichern wir hier eben nochmal. Isla de Muerta, Felsweg. Felsweg wollte ich erst sagen. Komm, gib Fersengeld! Ja, ist klar.